Wusstest du schon, am 01.01.2025 streicht DHL ersatzlos eins der beliebtesten Sendungsarten für Online-Händler. Es gibt wieder News über News aus dem Amazon-Kosmos. Amazon hat eine neue AI gestartet, Rufus, und zwar für den Kunden. Und der widerlegt bereits Werbebehauptungen der Amazon-Händler. Und es gibt einen Bereich, der wie kein anderer so massiv wächst im Online-Handel. Sogar Amazon pusht ihn so richtig. Welche Nische das ist, auch darum geht es hier im Video. Und kommen wir hier gleich zur Titelstory und fangen wir damit auch mit den negativen Nachrichten an, weil DHL hat die Meldung rausgegeben, es streicht einer seiner beliebtesten Produkte und das trifft die DHL-Warensendung für Geschäftskunden. Darauf stützen sich sehr viele Online-Händler. Alles, was irgendwie klein ist und in einen großen Umschlag passt, der bis 35 x 25 cm groß sein darf und bis zu 1 Kilo wiegen darf, den kann man sensationell günstig damit versticken für einen Bruchteil von dem, was ein Postpaket kosten würde. Aber da kam jetzt die Ankündigung, DHL kündigt neuen Service an und streicht beliebte Versandvariante. Los geht's im Januar 2025. Hört sich irgendwie noch weit an, aber es sind nur noch Monate, denn dann wird die DHL-Warensendung gestrichen und das nicht ganz ersatzlos, aber das Ganze hat einen Haken. Die Lösung ist nämlich ab jetzt das DHL-Kleinpaket. Das wird ebenfalls eine Sendungsverfolgungsnummer haben, damit der Kunde sich informieren kann, wie weit der Versand ist. Plus zusätzlich zur Warensendung wird es aber noch eine Versicherung haben, und zwar von 20 Euro pro Sendung. Ich denke mal, die reicht wahrscheinlich vielen trotzdem nicht aus. Da passt ja eigentlich eine ganze Menge rein. Das neue DHL-Kleinpaket darf bis zu 1000 Gramm wiegen und die bekannte Länge von 35 bis 25 cm haben. Es darf 8 cm hoch sein. Und wer davon im Jahr 6.000 verschickt, bei dem kommt DHL auch noch zum Abholen. Aber ich weiß, die meisten fragen jetzt, ja, was wird es denn jetzt kosten? Es heißt schließlich nicht mehr Warensendung, es heißt jetzt Kleinpaket. Ist das nur ein Namenswechsel oder ist das eine Gebührenerhöhung? Und da schweigt DHL. Es gibt noch keinen Hinweis auf die Gebühren. Und da kann man dann aktuell nur spekulieren. Sie geben diesen 20 Euro Versicherungsschutz dabei und sie nennen den Preis noch nicht. Ich würde mal sagen, das deutet auf eine Gebührenerhöhung hin. Wir können also gespannt bleiben, wenn der Preis rauskommt, dann muss wahrscheinlich der ein oder andere Selbstversender neu kalkulieren. Was ist deine Meinung dazu? Schreib's in die Kommentare. Erwartest du, dass die Preise gleich bleiben, erhöhen oder sogar sinken? Und kommen wir zur nächsten Meldung, zum Amazon Prime Day. Der war jetzt im Juli und jeder Prime Day, der war bisher ein großer Erfolg und ein größerer Erfolg als der Vorgänger. Das heißt, da warten schwere Erwartungen auf den Schultern von dem Prime Day. Wie hat es 2024 geklappt? Und Amazon hüllt sich da bisher noch in Schweigen, was exakte Zahlen angeht. Sie haben aber soweit schon mal bekannt gegeben, dass auch 2024 wieder der erfolgreichste Prime Day in der Geschichte waren und Millionen von mehr Prime-Mitgliedern haben an diesem Tag geshoppt. Millionen mehr als im Jahr davor. Das sollte sich auch in den Zahlen widerspiegeln und das sagt auch das Analystenhaus Adobe Analytics, die erwarten ein 11% Wachstum, 11% mehr als im Vorjahr. Und das ist wirklich sensationell, wenn man mal guckt, so die Wirtschaftslage sah wahrscheinlich letztes Jahr noch ein bisschen besser aus als jetzt. Aber was den Prime Day angeht, da ist die Verbraucherstimmung offenbar ungebremst. Und auf jeden Fall ein Erfolg, den sich auch Amazon zuschreiben kann. Einen interessanten Beitrag hatte ich bei Michael Fronzek auf LinkedIn entdeckt. Und zwar, der spricht hier über die Entwicklung vom B2B-Bereich im E-Commerce in Deutschland. Und hier siehst du mal die Entwicklung seit 2012 und die geht nur nach oben. Die Zahl für 2023 ist geschätzt, macht aber einen recht großen Sprung. Das heißt, auch die Unternehmenskunden, die kaufen vermehrt online ein
Und das ist ein Teil vom Kuchen, den sich Amazon ebenfalls nicht entgehen lassen möchte. Amazon macht sehr viel in Richtung B2B. Du hast es wahrscheinlich schon mal gesehen über den B2B-Preis, den du eingeben kannst. Das musst du machen, um überhaupt sichtbar zu sein für die B2B-Kunden. Aber damit kommen auch noch erweiterte Pflichten mit, zum Beispiel den Rechnungsversand innerhalb 24 Stunden oder sogar die Nutzung von Amazons Rechnungsservice, damit du dich für Sammelrechnungen qualifizierst. Da steckt also noch eine ganze Menge dahinter, um im E-Commerce möglichst viel zu machen. Aktuell organisieren wir dazu auch gerade Sprecher für die Prime Insider Community, falls du die noch nicht kennst. Das ist eine Vortrags-Community, wo du alle großen, relevanten Sprecher, die du auf Expos, auf Messen deutschlandweit findest, online auf deinen Computer bekommst, in Live-Vorträgen, die aufgezeichnet werden. Die Replays kannst du dir noch ansehen. Und wir haben eine super Community, in dem wir auch Networking-Calls jede Woche stattfinden lassen. Aktuell bekommst du die Mitgliedschaft auch noch zum Sonderpreis von $9. Also schau es dir mal an, primeinsider.de. Und damit kommen wir zur nächsten News. Ein Artikel, den ich auf onlinehändler-news.de gefunden habe, den fand ich ganz interessant. Und zwar so: So deckt der Amazon-Gründer Jeff Bezos einst Schwächen beim Amazon-Service auf. Gemeint ist ein Meeting, was sie hatten über ihre Servicequalität und die Zahlen der Mitarbeiter aus Messungen. Die waren 60 Sekunden, die es dauert, bis ein Amazon-Kunde am Telefon einen Service-Mitarbeiter bekommt, und das ist befriedigend schnell auf jeden Fall. Und genau das Ziel, was Amazon erreichen wollte, die Bewertungen, die sprechen aber eine andere Sprache, und da war dann die Diskussion, stimmen die Zahlen überhaupt oder wurde an falschen Punkten gemessen? Und da meinte Jeff Bezos, wenn die Kundenmeinung den Statistiken widersprechen, muss man gucken, ob die Statistiken richtig aufgestellt sind, und hat in der Konferenz einmal sein Handy rausgeholt und über seine Amazon-App einmal den Kundenservice anrufen lassen, und daraufhin waren dann 10 Minuten schweigend am Konferenztisch. Und ich denke, der ein oder andere Mitarbeiter, der gerade mit dieser 60-Sekunden-Zahl kam, der fing dann wahrscheinlich ziemlich an Schwitzen an, wo Jeff Bezos über 10 Minuten brauchte, um einen Mitarbeiter dran zu kriegen. Also unser Jeffrey, der ist ein sehr praktischer Mann, und das Learning von ihm war eben, es ist gut, Zahlen zu haben, aber achte auf deine Kundenstimmen und überprüfe eventuell, ob die Zahlen überhaupt richtig gesammelt werden. Kommen wir hier nebenbei noch zum Thema Bewertung und zum Thema Rezensionsbetrug. Was kannst du machen, wenn du davon ausgehst, dass einer deiner Mitarbeiter ganz offensichtlich Bewertungen kauft? Und falls es ziemlich klar ist, dass sich da ein Mitbewerber nicht dran hält, könntest du ihn jetzt direkt melden, und hier zeige ich dir das Formular und wie du hinkommst. Zum Beispiel hier, nimm mir einfach mal die Haarbürste, ohne irgendwelche Vorurteile zu haben. Das ist ein chinesischer Anbieter, und ich öffne mal das X-Ray-Tool auf diesem Produkt, und hier können wir uns seine Bewertungsentwicklung ansehen. Und das ist sehr interessant, denn dem Händler wurden in den letzten 30 Tagen 3.330 Bewertungen gelöscht. Also bei dem sind Amazon offenbar ein paar Ungereimtheiten aufgefallen. Falls es bei dir aber auch so ist, dass dir Ungereimtheiten auffallen, kannst du ganz nach unten scrollen, wo du den Bereich siehst, Kundenrezensionen. Und hier kannst du den Text darunter aufklappen. Und da kommst du dann über den Bereich, wo Amazon über Kundenbewertungen informiert und dass man Verstöße über die Community-Richtlinien meldet. Wenn man hier ganz, ganz, ganz nach unten scrollt, da findet man den Bereich Revisionsvergütung melden. Also wenn du ganz offensichtlich siehst, dass das ein Kunde macht, kannst du hier unten unter So meldest du Verstöße auf Rezension Vergütung melden klicken, und dann öffnet sich ein Formular, wo du zuerst das Produkt suchst. Und dann machst du ein paar Screenshots und lädst Bilder hoch. Vielleicht hast du anhand vom Bewertungstext klare Hinweise, oder du hast irgendwo eine E-Mail erhalten, wo dich der Händler sogar drauf bittet, oder einen Flyer gefunden, wo er dir einen Deal anbietet für eine 5-Sterne-Bewertung. Kannst du das noch kommentieren?
und absenden. Und das ist der Weg, wenn du auch für mehr Transparenz sorgen willst und klare Anzeigen hast, dass ein anderer Händler hier Bewertungen manipuliert. Und kommen wir zur nächsten Nachricht. Amazon verkürzt die Zeiträume, in denen du verlorene Ware melden kannst und deine Erstattung anfordern kannst, drastisch. Und wie drastisch, das gucken wir uns an. Und zwar Ware, die im Fulfillment Center verschwindet. Dafür hast du jetzt nur noch 60 Tage Zeit, die zu melden. Ware von Kunden, Rücksendung, da hast du 60 bis 120 Tage Zeit. Ware, die im Transit verloren gegangen ist, 15 bis 75 Tage. Und bei allen anderen 60 Tage, also da wurde das Fenster verknappt. Bisher hat es gereicht, ein bis zweimal im Jahr danach zu gucken. Und jetzt verkürzen die diese Zeiträume. Das heißt, du musst häufiger nachhaken. Ansonsten bleibst du auf Amazons Fehler selber sitzen. Und dafür empfehle ich dir gleich, einen Account zu machen mit Carbon6. Und zwar mit dem Seller Investigator Service. Link ist unterm Video. Die graben wirklich tief. Dafür musst du schließlich erstmal einen Mitarbeiter gestatten, deine Berichte recherchieren zu können. Und dann wird bis in den letzten Winkel recherchiert, wo es Ungereimtheiten in den Gebühren gibt, wo es Ungereimtheiten in den Buchungen gibt und eine komplette Forderung erstellt an Amazon, dir Gebühren zurückzuerstatten. Eine Anleitung auf YouTube habe ich auch, wie das Ganze funktioniert, in einem Extra-Video. Auch das verlinke ich hier mal drunter. Und daher würde ich es empfehlen, registriere dich einmal und lass es dann einfach alle zwei Monate ausführen. Du hast keine Arbeit, du siehst nur alle paar Monate wieder Erstattungen reinkommen und das ist, wie du es möchtest. Und kommen wir zur nächsten Nachricht, die ich auf NTV gefunden habe. Und zwar: Tester waren eindringlich. Ökotest. Schienmode trotzt nur so vor giftigen Chemikalien. Das war zu erwarten, wenn du ein Dreiersets T-Shirts für ein paar Euro bekommst. Shein, die Mode zum kleinsten Preis anbieten und direkt aus China verschicken, die haben bei dem Geschäftsmodell schließlich Händler in China, die nicht viel zu verlieren haben, wenn sie sich nicht an die europäischen Normen halten. Und so sieht es dann auch im Ökotest aus, dass die Ware von dort überhaupt nicht dem entspricht, was man aus dem deutschen Einzelhandel gewohnt ist. Die Billig-Apps wie Temu, Shein und Co. sind ja in den letzten Wochen und Monaten nur in den Medien. Und ich denke, das hier ist ein weiterer Punkt, der auch die Politik zu einer Handlung drängen sollte. Und kommen wir damit zur letzten Meldung, die habe ich auch auf LinkedIn gefunden, bei Destiny Wilson. Die zeigt hier einmal eine Erfahrung mit Amazon Rufus. Amazon Rufus, das ist die AI, die Amazon jetzt auf Amazon.com ausgespielt hat. Dort können Kunden Rufus fragen und Rufus recherchiert tiefer über die passenden Produkte, die der Kunde kaufen sollte. Und hier zum Beispiel, das sind feuchte Reinigungstücher und da fragt jetzt der Kunde bei speziell diesem Produkt, ob die auch sicher sind, damit sie keine Rohre verstopfen, wenn man sie die Toilette runterspült. Und Rufus recherchiert jetzt und bestätigt, ja, der Anbieter nennt das extra in der Produktbeschreibung, dass die sicher sind. Jetzt kommt aber das Aber, denn in den Bewertungen findet Rufus von mehreren Kunden erwähnt, dass sie doch die Leitungsrohre verstopfen und damit widerlegt die AI jetzt die Werbeversprechung vom Anbieter und zeigt, was die Kunden tatsächlich für Erfahrungen sammeln. Also, das wird jetzt eine interessante Sache. Wir sehen auf Amazon so viele Artikel, wo einfach irgendwelche Suchbegriffe mit in den Titel reingebracht werden, um die Sales raufzufahren, auch wenn das Produkt gar nicht entsprechend ist. Die Kunden haben dann eine andere Erfahrung und das liest Rufus ab jetzt mit und weist dich direkt darauf hin, wenn du deine Produkte auf Amazon suchst. Also auf Amazon tut sich auch aktuell was. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Und wenn du die News-Folge interessant findest, dann lass doch auch ein kostenloses Abo da. Klick auf Abonnieren und auf das Glockensymbol und wir sehen uns auch wieder im nächsten Video. Dir eine erfolgreiche Woche und ciao, ciao.